Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe ein kleines Tausch hier und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe schon reingeschaut und auch tatsächlich schon dran geschnuppert. Es ist kein First Sniff. Es ist einfach schon ein paar Tage hier. Ich bin aber nicht zum Drehen gekommen, denn ich war beim Boostern und mein Arm hat so weh getan. Ja, das ging einfach nicht. Aber ich habe reingeschaut. Das muss ich ehrlich zugestehen. Trotzdem möchte ich euch gerne zeigen, was ich hier bekommen habe. Es kommt von der lieben Sandra. Erstmal meine Brille. Und da war eine Karte drin, die fühle ich. Mein Verstand sagt Sport, aber mein Herz brüllt Kuchen. Fühle ich voll. Und wenn ich den Kuchen mir anschaue, dann bekomme ich tatsächlich Hunger. Ja, die liebe Sandra sagt, also wir hatten eigentlich nur ein Sensibar miteinander getauscht und kein richtiges Tauschpaket vereinbart. Hat mir aber geschrieben, dass sie mir noch ein paar Duftis dazugelegt hat. Denn vor ein paar Monaten haben wir schon einmal getauscht und sie meint, ich hätte ihr so viel ins Paket gelegt, ja, dass sie mir jetzt noch ein paar extra Duftis geschickt hat. Finde ich total lieb. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dir so viel reingelegt habe, Sandra, aber ich finde es total lieb. Ja, was wir getauscht haben, war, sie hat meinen Pima Cotton bekommen von Sensi, der in der letzten Whiffbox war. Der war für mich tatsächlich zu sehr Cotton, zu sehr Baumwolle, überhaupt nicht meins. Und dafür habe ich aber den tollen Vanilla Mint bekommen. Und ich weiß das sehr zu schätzen, die liebe Sandra liebt ihn nämlich auch. Sie hatte 2,5 Bars, einen hat sie mir abgegeben. Und sie hat ihn selber auch nicht im Club. Und ja, ich finde das toll, dass du dann einen abgibst. Vanilla Mint, ein wunderschöner Duft aus Minze, Vanille, ein Hauch Zitrone und ich rieche da auch immer noch irgendwas Grünes, was Nadeliges oder immergrün mit raus. Sehr frisch, aber auch nicht erschlagend frisch durch diese Vanille und kommt schon was Süßliches rein. Ich liebe diesen Duft. Ich habe meinen Bar erst vor ein paar Tagen leer gemacht und ich war sehr traurig, dass ich nichts mehr habe. Jetzt habe ich wieder einen. Vielen lieben Dank, Sandra. Ich weiß das wirklich zu schätzen. So, und jetzt kommen wir zu den Düften, die sie mir extra reingelegt hat, weil ich wohl bei unserem Tausch hier vor ein paar Monaten ihr so viel geschickt habe und ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, was ich ihr damals geschickt habe und ob das wirklich so viel war. Ich hatte das eigentlich so in Erinnerung, dass wir uns schon gleich viel geschickt haben. Aber gut, ich freue mich. Ich habe von Traumdüfte, und zwar gleich zweimal, Pink Bread. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich erst erschrocken, weil ich dachte, Bread, ein Brotduft, ich komme mit diesen Hefenoten nicht klar. Es ist kein Brotduft, es ist Zucchini Bread. Oh. Ich weiß nicht, ob Pink Sugar oder sowas mit dabei ist oder woher dieses Pink kommt, aber es hat eindeutig eine Zucchini Bread Note. Vielleicht tatsächlich ein Hauch süßer als normal. Es könnte also wirklich Pink Sugar sein, ich weiß es aber nicht. Irgendwas ist hier unter das Zucchini Bread gemischt. Es ist aber nichtsdestotrotz dieser leckere, saftig, süße, leicht würzige Kuchenduft. Zweimal. Vielen lieben Dank. Dann, das fand ich auch sehr lieb. Die liebe Sandra weiß, worauf ich stehe. Traumdüfte Babypowder. Ich habe so oft ja gesagt, das ist mein allerliebster Babypowder-Duft, weil keiner ist so schön pudrig wie er. Und der ist außerdem sehr intensiv und ich liebe ihn einfach. Ja, und da hat sie mir tatsächlich, die verrückte Nudel, 3 Stück geschickt. Und ja, jetzt habe ich wieder Babypowder ohne Ende. Vielen lieben Dank. Von Traumdüfte gab es dann auch den Sweet Powder. Und ich finde, der riecht sehr ähnlich wie Baby Powder. Vielleicht tatsächlich nur ein Hauch süßer. Moment. Aber machen wir direkt den Vergleich. Ja, ich würde sagen, das ist Baby Powder. Nur ein Hauch süßer. Auch sehr pudrig, sehr schön. Mag ich Sweet Powder von Traumdüfte. Dann habe ich hier 3 Sachen bekommen von Sweet Moments. Von denen habe ich noch gar nicht so viel getestet. So, dann fange ich mal mit dem an. Da ist ein Tütchen drum, weil auf der Reise unterwegs ist das Deckelchen komplett kaputt gegangen. Und ne,
Das ist der Glühwein von Sweet Moments. Das ist noch so ein halber Becher. Und ich finde, das riecht weniger nach Glühwein, als mehr nach so einer Art Orangenpunsch. Also ich rieche hier eine Orangennote und ganz leichte Gewürze, als wenn es wirklich so ein winterlicher Punsch wäre. Riecht gut, aber ich rieche keinen Glühwein. Also das ist für mich eher tatsächlich so ein Orangenpunsch. Ja, werde ich sehr gerne verdüfteln. Na, das ist ein bisschen blöd mit dem kaputten Deckelchen, aber nur ja, zum Verdüfteln brauche ich ja nicht das Deckelchen, sondern nur das Wachs. Dann habe ich bekommen von Sweet Moments Karma. Auch das ist noch halb gefüllt. Und Karma ist was Parfümiges. Ich hatte schon öfter Karma, auch von anderen Gießern, aber ich kann diesen Duft einfach nicht beschreiben. Es tut mir leid. Es ist was Parfümiges. Hier riecht er, finde ich, ein wenig femininer, als ich ihn kenne, aber nicht schlecht. Ja, werde ich sehr gerne mal austesten, ne? Und der dritte von Sweet Moments ist Mrs. Claus. Und das ist ein etwas größeres Töpfchen. Und da ist auch noch mehr als die Hälfte drin. Und das ist ein Foodie-Duft und ich bin mir bei dem nicht ganz sicher, ob er mir gefällt. Müsste ich warm testen. Der hat eine Unternote, die lässt mich stutzig werden. Also es ist jetzt nicht direkt ekelig oder so. Ich kann da dran riechen, ohne mich zu ekeln. Aber es ist was, wo ich mir denke, könnte sein, dass das mit uns nicht funktioniert. Ich werde das an einem kleinen Eckchen testen und ansonsten wird der halt weiter wandern. Das war aber immer noch nicht alles. Dann habe ich noch ein Yankee-Tart bekommen von A Calm and Quiet Place. Das ist ja dieser Parfumduft, der so ein bisschen riecht wie Black Opium. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Duft. Ich habe den mal eine ganze Zeit lang, als der rauskam, damals sehr exzessiv gedüftelt. Ich habe davon einen Housewarmer weggezogen, mehrere Tarts, mehrere Sampler. Ich hatte auch einen Easy Melt Cup von Centerpiece davon. Und irgendwann hatte ich mich dran satt gerochen. Ich mag den Duft, aber ich konnte ihn nicht mehr riechen. Das ist jetzt allerdings auch wieder locker 2 Jahre her oder so. Ich werde mal testen, ob es wieder funktioniert. Eigentlich mochte ich den Duft ja. Dann habe ich bekommen von Goose Creek Calm and Cozy. Und da fehlen nur 2 Stücke raus. Und das ist eigentlich ein, nee, nicht eigentlich, auch uneigentlich, ein schöner herbstlicher Kuschelduft. Ich finde allerdings, dass der tatsächlich herbstliche Gewürze in sich hat und auch eine minimalste rauchige Note, was vielleicht nicht jedem gefällt. Ich finde den schön, ich habe davon sogar den Housewarmer. Und jetzt habe ich auch Melz. Finde ich toll. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch 2 Sachen bekommen und dann war es das mit dem Päckchen. Das ist von Traumdüfte der Cinnabits. Weißem Wachs. Ja, ich weiß nicht, wofür das Bits steht. Es ist aber auf jeden Fall ein Zimtduft. Aber ein angenehmer. Also das ist jetzt nicht einer, ja, der einem direkt anspringt. Es ist nicht so, bam, hier ist Zimt, hier bin ich. Sondern eher so, Hallöchen, ich bin's, der Zimt. Sehr angenehm, aber die Zeit für Zimtdüfte ist für mich gerade vorüber. Ich bin einfach ein saisonaler Düftler. Er hat nur eine leichte Zimtnote, deswegen denke ich, dass ich noch nicht mal bis zum nächsten Winter oder bis zur nächsten Weihnachtszeit warten muss. Ich denke, dass der im Herbst schon ganz gut funktioniert. Ja, so lange werde ich mir den aufheben. Und das Letzte, und darüber habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Ich meine, in meinem letzten Aufgebraucht wäre der gewesen. Oder in meinem vorletzten. Es ist noch nicht so lange her. Von Iceflower, der Kitty's Whiskers. So ein Töpfchen hatte ich schon einmal und ich habe es ganz sparsam verwendet. Also ich habe es nicht geschont. Ich schone bei mir auch keine Raritäten und schöne Düfte.
Ich bin allenfalls sparsam und verbrauche sie langsam, aber ich verbrauche sie grundsätzlich. Ja, und der war, wie gesagt, vor kurzem leer gegangen. Und ich liebe diesen Duft. Nicht nur wegen dem süßen Kätzchen vorne drauf. Auch der Duft ist ganz toll. Und guckt mal, da fehlt nur ein klitzekleines Eckchen. Seht ihr das? Und das ist ein wunderschöner, für mich feminin parfümiger, schwerer, aber sehr kuscheliger Kaschmirduft. Oder eine Mischung aus einem sehr schweren, femininen, pudrigen Parfum und einem Kaschmirduft. Das ist parfümig, kuschelig. Ach, für mich einfach nur ein Traumduft. Und jetzt habe ich wieder so viel. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sandra. Ich habe mich so gefreut. Ich hätte mich natürlich auch nur über das Bar gefreut, dass wir dann ja tatsächlich auch getauscht haben. Aber dass da noch so viele schöne andere Sachen mit bei sind, Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, mit dem Vanillamint, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du mir da ein Bar von abgegeben hast. Ja, und das war schon mein kleines Tauschi von der lieben Sandra. Ich habe allerdings noch mehr Duftpost bekommen. Ich muss mal die Adresse zuhalten. Nämlich Sensi Duftpost. Da drin sind 10 Proben. Und zwar von den neuen Frühlings- und Sommerdüften von Sensi. Und der Katalog war auch dabei. Und ich dachte, wir können ja eigentlich auch diese 10 neuen Frühlings-Sommerdüfte einmal durchgehen. Und das hat die liebe Andrea, also meine Sensi-Beraterin, ganz niedlich gemacht. Die hat uns immer, hier steht dann, welche Sorte das ist. In dem Fall ist es Pineapple Mango. Und darauf ist ein Tütchen getackert mit einem Duftpröbchen. Und so sind alle 10 Duftproben. Bleiben wir direkt bei Pineapple Mango, wo wir ihn gerade in der Hand haben. Kommen wir raus. Und das sind immer so Pfötchen. Und das ist ein schöner Fruchtduft. Und als ich gehört habe, dass der kommt, habe ich gedacht, naja, es ist ein Ananasduft. Ich habe nichts gegen Ananas in Düften gemischt, aber ich bin kein Fan von Ananasdüften. Wisst ihr, wie ich meine? Man riecht die Ananas auch. Ich finde aber tatsächlich, dass die Mango deutlicher hervorkommt, zumindest für meine Nase. Für mich müsste der umgekehrt heißen Mango Pineapple, weil ja, ich rieche zuerst diese Mango süß, ein bisschen sämig und erst dann kommt diese spritzige Ananas hinterher. Ist tatsächlich ein schöner Sommerduft. Da muss ich wirklich genau überlegen, ob ich mir den nicht zulegen möchte. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich den nicht brauche, aber er riecht besser als erwartet. Ja, Pineapple Mango. Ich habe davon auch eine Duftbeschreibung. Ich habe ja den Katalog. Pineapple Mango. Eine leuchtende Mischung aus süßer Ananas und saftiger Mango, abgerundet mit Passionsblumen. Also was Florales rieche ich hier nicht raus, aber wie gesagt, der Duft ist eigentlich sehr schön. Der nächste ist der Coconuts for Coconuts. Da ist das Pröbchen. Da habe ich am Anfang, als ich gehört habe, dass der kommt, auch gedacht, es ist ein weiterer Kokosduft. Braucht man einen weiteren Kokosduft? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist der anders als andere Kokosdüfte. Ich finde, der hat was Florales mit drin. Und was Frisches irgendwie. Der riecht irgendwie ganz besonders und gar nicht so langweilig, wie ich dachte. Und hier lautet die Duftbeschreibung. Eine Meeresbrise weht entlang der Küste, die mit wilden Kokosnüssen und Tiareeblüten übersät ist. Also das Florale kommt von der Tiareeblüte. Und das, was ich als frisch wahrnehme, ist anscheinend die Meeresbrise. Ja, finde ich gar nicht übel. Auch da überlege ich, ob ich mir den nicht bestellen soll. Hier haben wir gleich 2 zusammen. Wir fangen an mit Pink Lemon Water. Na, komm her. Da ist das Pfötchen. Und das ist für mich ein sehr süßer, fruchtiger Duft.
dieses Lemon kommt nur ein bisschen. Also ich finde, es ist nur ein bisschen zitrisch. Es hat für mich sonst eher so eine Art Himbeernote oder sowas. Ja, ist ganz nett. Es wäre jetzt aber nicht der Duft, den ich unbedingt bräuchte. Schauen wir mal. Pink Lemon Water. Wo bist du? Rosenwasser. Also Rose habe ich nicht gerochen. Aufgegossen mit erfrischender Zitrone und einem Löffel Zucker. Also kalt überzeugt er mich jetzt nicht so. Ich werde die natürlich auch alle warm testen und dann schauen, was ich wirklich bestelle. Aber jetzt kalt überzeugt er mich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir den Pink Rhubarb Sugar. Hier. In so einem dunklen Pink. Ein Rhabarberduft. Na komm. Schaut so aus. Und hier rieche ich überhaupt gar keinen Rhabarber raus. Er ist süßfruchtig und er hat gar nicht dieses Säuerliche vom Rhabarber. Also, ich weiß nicht, ob der warm mehr kommen wird. Für mich riecht der einfach nur süß und fruchtig. Pink Rhubarb Sugar. Rosa Rhabarber gesüßt mit prickelnder Himbeere und einer extra Portion Zucker. Ja, für mich ist das irgendwie nur Himbeerzucker. Also dieses Fruchtige und das Süße. Wie gesagt, vielleicht kommt der Rhabarber im Warmzustand ein bisschen mehr raus. So würde ich sagen, Pink Rhubarb Sugar ist für Himbeerfans was. Er ist schön fruchtig und er ist süß. So, jetzt kommen drei aneinanderklebende. Wir fangen links an. Der Daydream Oasis. In so einem schönen, ja, türkisblau. Und da dachte ich mir, das ist ein aquatischer Duft, der ist bestimmt nichts für mich. Ich habe ja manchmal so Probleme mit aquatischen Meeresdüften. Aber der hier, also ich habe ja schon mal dran gerochen, riecht toll. Eine Überraschung für mich, hätte ich blind nie bestellt. Jetzt ist er definitiv auf meiner Kaufliste. Man hat eine aquatische Note, ich finde, der hat aber auch was ganz Cremiges. Und da schwingt auch eine grüne Note mit. Dieses frisch-grüne, was ich gerade im Frühling so sehr mag, schwingt hier neben diesem aquatischen und leicht cremigen auch mit. Gefällt mir echt gut. Ich hoffe, der ist warm, so schön, wie er jetzt kalt rüberkommt. Aber der ist auf meiner Kaufliste. Daydream Oasis. Verlieren Sie sich in süßer Melone und Visionen von leuchtenden Birnenblättern und Seerosen. Ja, ich rieche ehrlich gesagt da keine Melone, ich rieche auch keine Birnenblätter und auch keine Seerosen. Der hat für mich was leicht aquatisch Frisches mit einem Hauch Grün. Das wird gleich aber noch getoppt durch einen anderen Duft, der ebenfalls aquatisch ist, der für mich noch aquatischer und noch grüner riecht. Aber dazu kommen wir gleich erst. In der Mitte ist der Magnolia Linen. Da dachte ich mir gleich, das ist bestimmt nichts für mich. Leinendüfte sind für mich ähnlich wie Cotton, nur nicht ganz so extrem. Also Leinendüfte gehen dann eher schon mal als Cottondüfte. Aber ich dachte mir, das ist der nächste Wäscheduft, damit tue ich mich immer sehr schwer. Der ist nichts für mich. Der ist in so einem Rosa. Und ja, für mich ist er nichts. Es hat diese ganz typische Cotton-Leinen-Wäschenote. Mit irgendwas lieblich, leicht süßlichem drüber. Was es ein wenig angenehmer macht. Es ist aber, glaube ich, trotzdem nichts für mich. Ich werde ihn im Badezimmer warm testen, aber ich glaube, er ist nichts für mich. Wer allerdings Wäschedüfte liebt, sollte sich den anschauen, weil ich finde, durch diese süßliche Unternote bekommt er schon wieder irgendwie was. Und wenn man Wäschedüfte mag, könnte er was sein. Magnolia Linen. Wo bist du denn? Da. Inmitten eines Gartens mit Magnolien und Heckenkirschen tanzt sonnengewaschenes Leinen in der Brise. Ja. Durch die Magnolie bekommt er anscheinend einen leicht süßlichen Touch. Dann haben wir hier Paradise Petals in Orange. Ich glaube, das ist der Duft, den Sarah Sophie zu ihrem Liebling erkoren hat. Der schaut
so aus. Und das ist ein schöner Orangenduft. Mit was Floralem im Hintergrund. Die Duftbeschreibung. Neroli und Orangenschalen winken aus einer Utopie tropischer weißer Blüten. Der ist schön, weil es ist ein gelungener Mix, finde ich. Man riecht definitiv was Florales. Man riecht aber auch eine sehr schöne Orangennote. Ja, ich glaube, der darf bei mir tatsächlich auch einziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der im Sommer richtig toll kommt. So, und jetzt kommen noch drei Düfte. Und jetzt kommt der, den ich eben schon erwähnt habe, der für mich noch aquatischer ist als, wie hieß er, als Daydream Oasis, aber irgendwie auch grün. Also, das ist der hier, der Shoreline Drive. Der hat mich sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht. In einem hellen Blau. Und zwar sehr positiv überrascht. Der hat wirklich schon eine richtige Meeresbrise, finde ich. So mit Treibholz. Und Treibholzdüfte wiederum mag ich ja. Hier ist aber auch was Grünes. Und Shoreline Drive wird beschrieben: Genießen Sie die Landschaftsfahrt mit taufrischem Grün und Passionsblumen, während der Küstennebel den Weg weist. Küstennebel riecht für mich anscheinend sehr ähnlich wie ein Driftwood-Duft. Ich mag den. Und ich finde, er ist auch durch seine Frische ganz leicht maskulin angehaucht. Mag ich. Den werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Ich glaube, der kommt im Sommer so gut. Der nächste hier in der Mitte ist der Summer Moonlight. Den habe ich mir, als ich von ihm das erste Mal gehört habe, sehr, sehr schön vorgestellt. Da lautet die Duftbeschreibung nämlich: frische Erdbeeren funkeln neben Duftwicke und schimmerndem Sandelholz. So, ich mag Erdbeerdüfte im Frühling recht gerne. Duftwicke mag ich, Sandelholz liebe ich. Den hätte ich mir tatsächlich blind bestellt. Der schaut so aus. Aber der gefällt mir überhaupt nicht. Ich rieche hier auch keine Erdbeere oder Duftwicke oder Sandelholz raus. Ich weiß nicht, was ich hier rieche. Für meine Nase ist der überhaupt nichts. Ich kann den auch nicht definieren, ehrlich nicht. Brauche ich nicht. Ja, und der letzte, da wusste ich, dass das für mich der schönste neue Duft ist. Dafür müsst ihr aber holzig maskulin mögen. Das ist nämlich der White Amber and Teak. Und da wusste ich alleine nur vom Namen. Das ist meiner. Das ist meiner. Ihr wisst, ich stehe auf holzig, ich stehe auf maskulin. Und ich stehe auch auf Amber und ja. Und was soll ich sagen? Das ist ein richtig schönes Männerparfum. Gefällt mir so gut. White Amber and Teak. Verführerische Amber und Teakholz flirten mit frischer Bergamott. Ja, ein sehr schöner, holzig-maskuliner Duft. Gefällt mir voll gut. Also der kommt auf jeden Fall. Ja, und das waren die 10 Tröpchen der neuen Frühlings-Sommerdüfte. Bei Scentsy sind natürlich auch viele Düfte im Sortiment, die ihr aus den vergangenen Jahren schon kennt. Ich glaube, alles in allem sind das über 80 Düfte, die im Katalog sind. Sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Hm? Und ich werde mir jetzt nach und nach die Frühlings- und Sommerdüfte zulegen. Also ich brauche die nicht alle auf einen Schlag. Die laufen ja auch nicht weg. Die bleiben ja jetzt ein halbes Jahr bis zum nächsten Katalogwechsel da. Und nach werden die bei mir einziehen. Ja, und das war mein kleines Video für heute. Also noch einmal, liebe Sandra, vielen lieben Dank. Und auch liebe Andrea, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich wieder einiges zu düfteln. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüssi.